Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt, das Immunsystem greift Nervenzellen an. Das Ganze passiert in Schüben. Das heißt, also Patienten haben neurologische Beschwerden eine bestimmte Zeit und dazwischen ist dann wieder sozusagen Ruhe, sie sind beschwerdefrei. Der Grund für DMS ist letztlich unklar. Es hat eine genetische Disposition. Etwa 30% der Ursachen macht sozusagen das genetische Thema aus. Die restlichen Ursachen sind Umweltfaktoren, die in der frühen Kindheit, letztlich vor der Pubertät, einwirken und dann die Krankheit auf Schiene bringen. Die Krankheit funktioniert so, dass Nervenzellen, weiße Blutkörperchen, ins Gehirn einwandern und dort die Nervenhüllen sozusagen anknappern, wodurch die Nervenzellen langsam zugrunde gehen. Das führt auch dazu, dass im späteren Verlauf der Erkrankung die Schübe weniger werden und die Patienten dann sozusagen langsam Behinderung akkumulieren, immer schlechter gehen, mit der Blase Probleme bekommen und so weiter. Im Unterschied zum Schlaganfall und zur Demenz, die ja in erster Linie ältere Menschen betreffen, ist die Multiple Sklerose eine Krankheit, die vor allem Jugendliche und junge Menschen betrifft, was dazu führt, dass sozusagen das gesamte Leben mit der Krankheit gelebt werden muss. Das heißt, es geht bei der Behandlung und beim Management von MS-Patientinnen nicht nur darum, eine geeignete Therapie zu finden, sondern es geht auch darum, den Patientinnen zu helfen, ihr Leben sozusagen mit der Krankheit zu meistern. Es geht also um soziale Unterstützung, es geht um rechtliche Informationen. Und da ist die MS-Gesellschaft, in erster Linie die Wiener MS-Gesellschaft, sozusagen ein sehr kompetenter Ansprechpartner, weil Patientinnen dort Informationen bekommen, nicht nur zu den medizinischen Aspekten, die sicher auch wichtig sind, sondern eben auch zu sozialen, zu rechtlichen Komponenten der Erkrankung.